Jetzt sind heute 60.000 gekommen. Sie haben jetzt gerade schon zu mir gesagt, das ist gut. Wenn Sie mal ein Fazit von dem heutigen Tag ziehen müssen, wie fällt das aus? Genau, also wir sind völlig überwältigt. Alle haben gesagt, es ist unmöglich, Ende November einen Klimamassenprotest zu organisieren im ganzen Land. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und sind deutschlandweit weit über 500.000 Menschen und hier in Berlin eben 60.000. Das ist fantastisch. Jetzt habe ich ein Interview von Ihnen letztens gelesen, da haben Sie gesprochen, es hat sich vielleicht auch schon so ein bisschen eine Aktivistenlethargie oder eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Können Sie das mal erklären, wie Sie das gemeint haben? Naja, wen wundert das? Man organisiert ein Jahr lang Unfassbares und übernimmt praktisch die Aufgabe einer gesamten Gesellschaft, die gefragt ist, jetzt zu handeln. Wen ermüdet das nicht? Und das hält uns aber eben nicht auf. Nur wir stellen uns ganz fordernd oder richten uns ganz fordernd an andere Menschen und andere Leute aus allen Generationen, jetzt dazuzukommen und mit uns dafür zu sorgen, dass wir eine vernünftige Klimapolitik kommen, die den Namen verdient. Umso beeindruckender, wie Sie schon gesagt haben, dass bei den Temperaturen zu dieser Jahreszeit dann so viele Menschen da sind. Jetzt ist ja heute der politische Überbau auch gegeben mit der Entscheidung im Bundesrat. Wie bewerten Sie die denn? Wir sind extrem unzufrieden mit dem Klimapaket. Das ist auch noch untertrieben. Das ist ein Klimapaket, was auch den Namen nicht verdient, was lachhaft ist. Und vor allem dafür spricht, dass eine Regierung anscheinend nicht verstanden hat, in was für einer Krise wir gerade sind. Und das heißt, es ist gut, dass jetzt gerade sich Widerstand auch in der Bundesregierung und im Bundesrat äußert, was für uns aber zählt, was am Ende bei rumkommt. Und das wird sich zeigen. Wobei, wenn man es dann genau anschaut, im Bundesrat hat man sich ja hauptsächlich quergestellt, nicht weil man jetzt noch um klimapolitische Inhalte feilscht, sondern darum, wie die Geldverteilung letztlich bei Bund und Ländern ankommt. Das kann ja für Sie auch nicht befriedigend sein, wenn das der Punkt ist, warum sich das jetzt noch weiterhin verzögert. Das stimmt. Und dann können wir weiterreden. Heute ist ja noch ein anderer Tag, auch Black Friday. Wie ist das für Sie persönlich? Kann man sich davon komplett loslösen oder erwischt man sich dann doch, wie man vielleicht bei Amazon oder so auch mal irgendwelche Angebote anschaut, wie... Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal bei Amazon irgendwelche Angebote angeguckt habe. Auch das kommt mit Klimaaktivismus einher. Man hat andere Dinge zu tun. Irgendwann werden wir feststellen, dass wir uns Glück und Zufriedenheit und eine gesunde Umwelt nicht kaufen können. Nicht am Black Friday und an keinem anderen Tag. Dafür müssen wir kämpfen, das müssen wir erhalten und schützen. Wie bewerten Sie denn diesen Black Friday-Tag im Allgemeinen? Naja, eine kluge Industriestrategie, schätze ich, aber natürlich fatal in der weiteren Bedeutung. Anscheinend inspiriert das viele Menschen, noch mehr zu kaufen. Und, ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Menschen, die das für notwendig halten, auch in einer anderen Form irgendwann feststellen, wie postmaterielles Glück funktioniert. Aber es ist nicht leicht. Und in einem Land, in einer Kultur, wo einem von allen Seiten entgegengeschaltet wird, dass du mehr brauchst, mehr haben musst, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass Menschen sich dem hingeben. Aber das ist eine Sache, die wir dringend ändern sollten. Ich will jetzt nochmal aufs Klima zurückkommen und auf Fridays for Future, das Thema abgehakt. Jetzt haben Sie bei Ihrer Rede gerade bei der Kundgebung von einem Game-Changer-Jahr 2020 gesprochen. Wie meinen Sie das? Es gibt in den Szenarien des Weltklimarats gibt es kein Klimaszenario, was die 1,5 Grad noch hält, indem sich im Jahr 2020 nicht die Kurven biegen. Das heißt, wir wissen, rein klimawissenschaftlich muss 2020 das Jahr werden, an dem die Emissionen stagnieren und dann global reduziert werden. Wir müssen jedes Jahr weltweit die Emissionen um 7,6% reduzieren, um unsere Klimaziele und das Paris-Abkommen zu ermöglichen. Das ist ein unfassbares Vorhaben, denn gerade steigen die globalen Emissionen. Und das heißt, wir wissen, das ist die Aufgabe für nächstes Jahr. Das muss gemacht werden. Jetzt hat Fridays for Future ja auch ganz konkrete Ziele. Sie hatten ja auch Ziele für 2019, die ja jetzt auch von der Bundesregierung schon nicht erfüllt wurden. Müssen Sie dann als ganze Bewegung, als Protest auch Ihre Ziele anpassen oder bleibt man bei seiner Meinung und man muss eben die Politik viel weiter fordern dann wiederum? Unsere Ziele sind ja nicht unsere Meinung. Also wir fordern ja nicht irgendwas, was wir gerade cool finden, sondern wir fordern das, was klimawissenschaftlich notwendig ist, um die Ziele einzuhalten, die Regierung sich selbst gesetzt hat. Das ist ja praktisch einfach nur eine wissenschaftliche Übersetzung, die wir da geleistet haben. Es hat nichts mit Meinung zu tun. Und das heißt, was wir fordern, ist nicht mehr, nicht weniger als das, was mindestens notwendig ist, um Paris einzuhalten. Dass es jetzt verpasst wird, spricht Bände darüber, wie ambitioniert diese Klimapolitik im Land ist
und was eigentlich dahinter steckt, wenn die Bundesregierung sagt, wir finden Klimaschutz wichtig und das Paris-Abkommen. Das heißt, an der Stelle geht der Denkzettel an die Regierung. Und wir fordern ganz konkret, dass die Regierung sich sehr scharf überlegt, ob sie vorhat, Verantwortung zu übernehmen für diese Gesellschaft, für das Land und für das Klima oder es eben nicht zu tun und dann andere machen zu lassen. Vielen Dank.